Oida, willkommen zurück zu. So, hier ist irgendwie so ein Typ, mit dem müssen wir reden. Capo Guccio. Moin. Diese Insel ist verflucht. Diener von Magia und Tonka sterben. Böser Geist hier. Große Gefahr. Kane hat mich geschickt. Ich soll überprüfen, wie es um die Waffenlager steht. Nicht gut. Böser Geist halten Waffenlager unter Kontrolle. Es ist zu gefährlich. Kämpfen gegen ihn. Na gut. Für einen Tonka wirkst du aber stark verunsichert. Für einen Tonka wirkst du stark verunsichert. Chi, Speere, die nicht töten, rote Flüsse, die Steine verschlingen. Hier ist nichts gut, Guccio. Der hat den Durchblick. Dieser Flecken Erde ist beschissen. Die Ahnen waren mir nicht wohlgesonnen. Unser Auftrag wurde mit Blut beglichen. Mhm. Was? Blutauftrag? Wovon redest du? Chi, Dakila ist stolzer Kämpfer. Doch er wurde Erwartungen von Guccios nicht gerecht. Auftrag war, Lager mit Waffen im Norden zu übernehmen. Doch ein böser Geist riss Tonka und Guccios in den Tod. Keine Waffen konnten ihm Schaden zufügen. Ich werde mit dem Geist schon fertig. Ono, du kannst sterben, Geist nicht. Du wirst Hilfe brauchen, Guccio. Wer kennt sich denn mit Geistern aus? Dieser Geist anders als Ahnen von Kila. Suche darum den Chaka der Dämonenkrieger auf. Du findest ihn unten beim Anlegeplatz. Hat außer dir sonst noch jemand überlebt? Chi, ein Guccio hat die Angst sein Herz zerfressen lassen. Schwacher Körper mit schwachem Geist. Aber Dakila kennt seinen Namen nicht. Seine Spur führt nach Süden. Hm. Haben wir mit dem nicht schon geredet? Ich weiß es nicht. Naja, hier am Anleger meinst du, sei der Chaka der Guccios, ne? Hey, wer baut das denn hier so scheiße? Wer hat das hier gebaut? Das ist doch halb unter Wasser. Das ist doch Quatsch. Okay. Da liegt ein Toter. Kann ich einfach mit dir reden? Hallo? Ah, frisches Fleisch für meine Klingen. Das Blut deiner Freunde ruft bereits nach dir. Ich habe da so ein Jucken in meinem Fuß. Vor deinesgleichen habe ich keine Angst. Mir ist die Macht der Unsterblichkeit gegeben. Eure Waffen können mich nicht töten. Wir können uns doch sicher einigen. Es gibt nichts, was du mir geben könntest. Und was diese Flotte da draußen angeht, ich werde sie in Flammen tauchen und euer Vorhaben zunichte machen. Eure Schädel werden meine Trophäen sein. Was hält dich davon ab, mich anzugreifen? Warum sollte ich? Du bist doch schon fast einer von uns. Die letzten Fragmente deines Geistes sind so gut wie ausradiert. Mit deinem Ableben würde ich dir also einen Gefallen tun. Da sagst du was. Wo ist denn dann der Typ am Anleger? Hier unten irgendwo? Hat er sich verstecken können? Oh, das sieht aus, als wäre ich hier richtig. Irgendwie sieht das nach was Wichtigem aus hier. Oh ja. Aber wahrscheinlich ist hier wieder gar nichts. Ein bisschen Spaß muss sein. Kommt die Freude von ganz allein. Piramisu von Zott. Sag mal, wo ist das denn? Wo ist denn der Typ? Junge! Essen fassen. Nee. Unsterbliche Gefahr. Da. Vielleicht finde ich ja jemanden im Basislager. Ach so, das meinst du mit Anleger? Das ist aber Quatsch. Ich habe keinen Bock, hier rüber zu laufen, ne? Das, diese Strecke haben wir einmal gemacht und ich will die eigentlich nicht nochmal machen. Nicht dieser Anleger. Der richtige Anleger. Das ist doch nur eine Brücke im Wasser. Tolle Wurst. Ah, tut mir leid. Wünsche mir mal gute Gesundheit, Kinder. Wünsche mir mal gute Gesundheit. Ah, Mann. Was ist denn gerade los? Ah. Oh.
Hier, wieso du nicht? Ich hätte dich am liebsten angesprochen. Wen soll ich denn da... Ach, der hat doch keine Ahnung davon. Der da oben. Der weiß doch gar nicht, wie das gehen soll. Da, ich will mit jemandem reden, der sich mit Geistern auseinandergesetzt hat. Und da ist dieser Menschenfresser. Ja. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Die Brücke im Osten ist jetzt unter unserer Kontrolle. Dass wir diese Brücke halten, ist von höchster Priorität. Yeah. Ich werde noch ein paar Männer dorthin senden. Besser ist das. Wir dürfen diese Brücke nicht verlieren. Dieser kleine Lachsnacken, der da ist, der reicht ganz bestimmt nicht. Das Waffenlager hinter den zwei Türmen gehört jetzt uns. Perfekt. Dann droht aus dieser Richtung keine Gefahr mehr. Je mehr wir die Schatten schwächen, desto einfacher sollte uns der Kampf gegen sie fallen. Ja. Ich möchte ein paar Dinge wissen. Aber mach schnell. Ich habe zu tun. Wie kann ich einen Geist verwundbar machen? Du stellst Fragen. Besitzt du das Schwert der sieben Winde? Nein. Das Elixier der Verdammnis? Nein. Sag mal, wozu reist du quer über das Meer, wenn du außer Rum nichts bei dir führst? Ich bin Kämpfer und kein Lagermeister. Na schön. Dann müssen eben die alten Methoden ran. Unsere Vorväter trugen alle Amulette mit Insignien des Schutzes bei sich. Wer so ein Amulett trug, konnte sicher sein, dass Sphärenwanderer dem Träger auf Augenhöhe begegnen mussten. Sphärenwanderer? Geister, Dämonen, nenn sie wie du willst. Woher bekomme ich so ein Schutzamulett? Wenn es dir nicht gerade vererbt wurde, sehe ich schwarz. Mein Vater hat es mir überreicht. Er hat es von seinem Vater und... Wie viel? Für einen ungeduldigen Hau drauf, wie du es bist, 400 Goldstücke. Jo. Taschendiebstahl 70, kann ich das? Wie viel habe ich denn? Hier, 65, das ist aber gemein. Das ist aber eigentlich ist es gut. Benutzbares, habe ich nicht so ein schnapses, klauenden Affen? Schnaps der Magie, Blick des... Ja, ich will nicht so einen Blick haben. Den Blick haben wir ja sowieso schon, ne? Trank des Rituals, Trank der Magie. Härte plus 5. Komm. Das machen wir. Einfluss plus 5. Schnaps des Todes. Ach komm, nee, dann kaufe ich das ab. Was dein Amulett angeht. Gib es mir! Hier ist das Gold. Ein Mann ist so glaubhaft wie sein Wort. Und ich werde meines halten. Hier hast du es. Was sind das eigentlich für Kalendersprüche? Das ist doch wohl voll der Unsinn. Ach so, nee, warte mal, wir müssen noch Bones mitnehmen. Das hätte ich ja fast vergessen. Bones! Komm mit. Klar. Am liebsten würde ich das ganze Spiel nochmal durchspielen, aber dabei sofort zu den Magiern gehen, ohne irgendwelche anderen Sidequests vorher zu machen und Jafar mitnehmen und mir immer seine Sprüche anhören bei allem. Jeep, jeep, over 9000. Aber eine andere Bewandtnis als rumlaufen, mitkommen und heilen hat bei uns ja auch nicht, ne? Die anderen konnten ja auf, also wenn die an Deck waren, noch irgendwelche Sachen machen, aber er ja irgendwie nicht. Obwohl er den Durchblick hat und diesen Geist von Inquisitor so und so dann auch verjagt hat. Das war schon sehr nice von ihm. So, wo ist denn mal meine Ausrüstung? Hier, Amulett. Amulett, Kanes Schutzamulett. So, das trage ich jetzt. Kann ich ihm sagen, dass ich eine Idee habe? Nö. Okay, schade. Ist aber auch gut, dass ich es nicht geklaut habe, weil dann hätte es ja auch gar nicht funktioniert. Bin mir ziemlich sicher. Knie nieder! Deine Unsterblichkeit ist Geschichte. Du wagst es an meiner Macht zu zweifeln? Dieses Amulett nimmt dir deine Macht. Was? Wo hast du das her? Her damit! Das kannst du vergessen. Meine Geduld mit dir findet nun ein Ende. Mach dich bereit zu sterben. Na warte! Na warte! So, machen wir mal ihn hier erstmal. Der Leibwächter, guck mal, so ein Weichei. Wo ist denn ein Leibwächter?
Bones ist nicht mein Leibwächter, da bin ich froh. Bevor ihr da denkt, das wäre genau das gleiche. So. Jetzt haben wir ihn ausradiert. Siehst du mal. Und dann ist das hier auch wieder gesichert. Ich frage mich lediglich, ob man hier noch was machen kann. Gehen wir mal nach oben. Und schauen uns die Misere an. Na toll. Hier hat irgendjemand ein Geldritual gemacht. Irgend so ein ganz gieriger Raffzahn hat natürlich wieder versucht, Geld zu verdienen, indem er einen Menschen umbringt. Soll's geben. Aber bringt leider nichts. Ein kurzer. Oh ja, ein Schnaps ist auch dabei. Das ist ganz wichtig. Ich biete dem Gott des Swags einen toten Menschen, also bald tot, und einen Schnaps an. Ja, sagt der Gott des Todes dann. Das ist ja fein. Das ist eine richtig reine Sache hier. So. Was ich mich gerade noch frage, es müsste ja im Endeffekt auch noch jemanden geben, der mir sagt, dass die drei Leute hier sind, sodass ich dann im Endeffekt auch noch irgendwelche Hints auf der Karte kriege. Oder habe ich die Steuer? Ist ja egal. Wir haben ja sowieso Sachen, die wir machen können. Ich wäre jetzt einfach nochmal rumgelaufen und hätte mal geguckt. Wir müssen ja eigentlich zu diesem Necrolot-Ding und dafür haben wir ja unseren Map-Hint schon gekriegt. Naja. Der Geist hat sich in Luft aufgelöst. Uwamba, Gucho. Großes Voodoo, du beherrschst. Ort ist wieder sicher. Wie konnte der Wellenkrieger das schaffen, wo Dakila versagt hat? Ein Amulett der Dämonenjäger half mir dabei. Chi, großes Voodoo auch bei anderen Völkern. Siehst du mal. Mächtige Freunde unter ihnen. Oh ja. Hier, dieses Kipawa ist für dich. Du hast die Last von Dakilas Schultern genommen. Dankeschön. Kipawa, 200 Eulen, 200 Flocken für den Maddie. Yes. Haben wir jetzt eigentlich alles? Waffenlager der Schergen? Nee. Guck mal, da gibt es ja noch viel mehr Schergen hier. Gibt's nicht. Wir haben die Schergen erledigt. Leute, wir haben die Waffenlager der Schergen geschafft. Oh ja. Essen fassen können wir ja auch. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich meine, nach oben kommen wir sowieso. Wenn wir jetzt die Waffenlager gemacht haben, dann können wir ja zumindest erstmal die weiteren Schritte planen. Und wenn da nichts angezeigt wird, werde ich direkt diese Nekrolot-Kacke machen. Du kannst dein Amulett wiederhaben. Danke. Ich hatte mich eh schon schlecht gefühlt, es aus der Hand zu geben. Hier. Dein Gold kriegst du natürlich zurück. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Das Waffenlager im Norden ist befreit worden. Ein Kundschafter berichtete mir, dass Kidlat Probleme mit einem Geist hatte. Die waren einmal. Sehr gut. Alle Waffenlager sind jetzt unter unserer Kontrolle. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, nimm das als Belohnung. DRX. Okay. Das war's? Ja, ist okay. Komm mit. Sicher. Ich muss mir ja kein neues Auto kaufen. Ich habe ja genug Kohle. Das Einzige, was ich noch kaufen könnte, wären vielleicht 2-3 Skillpunkte, falls mir noch was einfallen sollte. Ich wollte ja nochmal zu den Magiern zurück und das da machen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich wieder irgendwo hinfahren kann. Wir sind zu einer Lösung gekommen. Fein. Die Verbindung von meiner Magie und Kidlats Voodoo ist wahnsinnig. Ich habe die Killer immer für einen Haufen ungebildeter Wilder gehalten. Sein Voodoo ist eine hochinteressante Sache. Unglaublich, was die Mischung von Magie und Voodoo macht. Komm mal wieder runter. Entschuldigung, ich bin nur so aufgeregt. Mhm. Was ist jetzt mit dem Schattenfleisch? Natürlich, natürlich. Hier, nimm etwas von unserem gereinigten Fleisch. Die Wirkung dieses Fleisches ist unglaublich. Das hat nur so gut funktioniert, weil diese Schatten gerade ein paar Menschen gefressen hatten. Aber normales Schattenfleisch können wir nun zumindest essbar machen. Das muss reichen. Tja, ne? Ich wollte eigentlich nicht so Fleisch haben. Aber ist okay. Wenn du mir das geben möchtest, dann gönnen sie sich. So, wo wollen wir denn hin? Da oben. Ist das das, wovon die gesagt haben, es sei in der Mitte und voll wichtig? Ja, ne? Warte mal, das war der Turm, wo wir gerade eben waren, ne? Dann gehen wir mal hier hin und versuchen uns da mal links zu halten. Aber es ist so ein bisschen verworren, ne? Das heißt, einmal hier runter, dann die erste links und dann den Hügel rauf. So ein Arbeitstag.
so ein Tag, so wunderschön wie heute. Da ist eine Schattenwaffe und es ist mir egal. Ich nehme die nicht mehr mit, weil mir doch egal. Ich habe keinen Bock auf das Zeug, das lasse ich einfach liegen. Oh Gott, scheiße, da muss ich diesen Mist hier auch alleine machen. Ach, kriegen wir schon hin. Silent Bones macht jetzt seinen Kletterführerschein. Ah ja, guck mal einer an. Und das ohne gesichert zu sein. Hehe, richtiger Held. Es sei denn, er fällt irgendwo runter. So, ich warte mal auf ihn. Ja. Ne, ich mach schon mal hier, ne, Bones? Du kannst deine Mützenproblematik gleich erstmal darlegen. Dafür musst du auch erstmal vorbeikommen. Dass er hier auch überall mit so einem freien Oberkörper rumlaufen kann, ne? Schon ein bisschen bescheuert. Ich würde es gar nicht aushalten. Das ging schnell. Lös. Ganz einfach verhauen haben wir ihn. Ach, guck mal. Durch die Wand durch. Rein. Und da oben ist ein Varan. Wahrscheinlich ist das hier sogar noch der schwere Weg. Aber positiv, dass wir ihn rauflaufen, weil runterlaufen hätte nicht geklappt. Hätte nicht geklappt. Da ist noch ein super cooler Feuergolem. Lava-Golem. Ist doch das gleiche. Erzähl dir auch nicht der Grund, sondern das Ereignis. So. Haben wir uns mal mit denen bekannt gemacht? Gut so. Da kommt gleich der nächste. Okay, dafür müssen wir erstmal stehen bleiben, weil so ein bisschen Ehrfurcht ist auch noch dabei. Weil ohne geht auch nicht, ne? Das ging schnell. Bams. Das ging wirklich alles sehr schnell. Tja, aber vor diesen Lava-Golems hatte ich ja noch nie Angst. Wir haben ja am Anfang des Spiels mal so einen Sumpf-Golem erledigen müssen. Da waren wir noch nicht allzu stark, aber das hat auch irgendwie geklappt und seitdem habe ich ja wirklich jeglichen Respekt vor größeren Lebewesen hier in diesem Spiel verloren. Okay. Meine Astralsicht sagt nicht, dass da oben was ist. Deswegen gehen wir gleich mal runter. Und hier soll ja jetzt theoretisch bald unsere Seele sein. Nur noch ein paar Schritte trennen uns vom Hort des Bösen. Sollte ich draufgehen, begrab mich mit dem Gesicht nach unten. Die Schergen können ruhig wissen, was ich von ihnen halte. Zeigst du den nackten Arsch hier? Du bist witzig. Aber du hast doch noch eine Hose an. Soll ich dir die dann ausziehen? Wenn der Tag X kommt? Okay. Zack. Zack. Ja, das ist auch easy. Ein Lindwurm ist kein Thema. Nachdem ich mal geblickt habe, dass wir den Feuer nicht klein kriegen, ist das hier alles auch ein bisschen einfacher. Da müssen wir nämlich nicht drauf warten, dass Bones mal mit seiner Manifestation der Armmuskeln mal was reißt hier. Okay, jetzt sind wir hier an der Kreuzung des Anfangs. Gut. Gut, 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 gut. Sagte mein Skill. Ja. Ich rede immer noch davon, dass ich mir eine höhere Nahkampfgeschwindigkeit gönnen möchte. Aber habe ich bisher immer noch nicht. Vielleicht machen wir das ja beim nächsten Mal. Weiß ich nicht. Macht's gut, bis dann. Oh, da steht ein halbnackter Mann, der sieht aus wie wir.